Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu A New Beginning Final Cut. Wir haben es hier in den Maschinenraum geschafft, oder Turbinenraum, für die Stromversorgung. Und als wir hier reingekommen sind, wurde die Panzertür, die offen stand, zugeschlagen. Wahrscheinlich der Windzug, nehme ich mal stark an. Nichtsdestotrotz, wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. Ein Schloss. Ein was? Elektronisches Schloss? Wie seltsam. Was tickert hier die ganze Zeit? Ach, ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Ein Nutrimat? Red Curry Cola. Neu. Passiert nichts. Tja, kaputt. Was haben wir hier? Wow, riesige Turbinen. Ich nehme an, sie versorgen das restliche Gebäude mit Energie. Seltsam, dass dieser Raum Strom hat. Die Turbinen sind doch aus. Notstrom? Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Das wussten Sie? Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hatte. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Aber darf ich jetzt vielleicht weitererzählen? Hier ist das dunkel. Ganz hinten sehe ich einen beleuchteten Fahrstuhl. Der Rest ist stockfinster. Ich sehe nirgendwo einen Türgriff. Wenn sich jemand hinter dieser Tür verstecken sollte, dann wäre es mir lieb, er oder sie würde sich zu erkennen geben. Nein? Also gut, dann nehme ich jetzt mein Messer und mein Plasmagewehr und sehe mich hier weiter um. Ich will meine schwer bewaffneten Freunde nicht noch länger warten lassen. Ja, so kann man's. Eine Wartungsklappe. Okay. Eine Wartungsklappe oder sowas ähnliches. Öffnen. Sie ist zugeschweißt, als hätte sich jemand auf der anderen Seite verbarrikadiert. Ich schaute durch die Löcher, aber ich konnte nichts erkennen. Eine zweite Sonde wäre da sicherlich hilfreich gewesen. Es gab aber keine zweite Sonde. Und wenn? Dann hätte der Fremde auf der anderen Seite sie doch auch nur wieder eingesteckt. War ja nur so eine Idee. Können wir da nichts machen? Was haben wir hier noch? Eine Klappe. Die öffnen wir mal. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Okay. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Okay. Der Schwimmer ist schon wieder zu weit ausgeschlagen. Ich muss die Schalter wohl in einer anderen Reihenfolge benutzen. Das auch schon nicht schlagen. Ist das hier die Schwimmeranzeige? Ja. Okay. Was macht der? Der macht immer 3. Der macht 1 nach oben. Der macht 3 nach unten. Und der Schwimmer darf nicht raus und nicht... 2 nach oben. Und was der macht, weiß keine Sau. Wobei, Moment. Der macht 9 nach unten. Oh Gott.
Das dürfte schon stimmen, weil sonst kommen wir nicht hin. Ein nach oben. Huh. Nein. Und? Geschafft. Ja. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Puh, auch das noch, ein Kurzschluss. Oh. Er geht immer wieder aus, sobald ich ihn anschalte. Geht immer noch nicht. Sieht so aus, als müsste ich rausfinden, was da los ist. Aber die Turbine dreht sich doch hier gerade, oder? Sie laufen wieder mit voller Kraft. Ja. Ach so, das ist die Türsteuerung, die immer wieder zurückspringt, richtig? Er geht immer wieder aus, sobald ich ihn anschalte. Aber wenn der die Dings noch hat, können wir... Moment. Weiß nicht. Nee. Die Sonde. Hey, ich habe eine Verbindung zur Sonde und... Oh. Oh, das ist ja creepy. Das ist ja mehr als creepy. Weg! Aus! 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 Wer ist da? Hey, ich weiß, dass jemand da ist. Sprich mit mir! Lass mich in Ruhe. Was willst du von mir? Okay. Wer bist du? Wer ich bin? Weiß nicht. Wer bist du? Ich bin Faye. Gibt es hier noch mehr Überlebende? Ja, viele Freunde. Ich habe viele Freunde hier, Faye. Was ist hinter dieser Tür? Das Magazin. Mein Zuhause. Ist Nigel hier irgendwo? Wer ist Nigel? Ein älterer Mann mit Bart und Brille. Erst vorhin. Er muss hier unten irgendwo sein. Nein, hier ist niemand. Du sagtest doch eben, du wärst nicht allein. Ich sagte doch, hier ist niemand. Lass mich in Ruhe. Ich gehe dann mal wieder. Okay. Haben wir hier irgendwas? Schlitz? Ach, guck mal. Das hat aber vorhin noch nicht geblitzelt, oder? Ein altes, undichtes Kabel in einer Pfütze. Das muss der Grund für den Kurzschluss sein. Na super. Folgen. Es läuft hier die Wand entlang. Und zwar bis hier. Dann verschwindet es einfach. Okay. Stecker ziehen. Ja, Problem gelöst. Und jetzt? Jetzt ist er so, wie er sein muss. Okay. So, jetzt ist der Strom... Ach, jetzt haben wir den Strom ja für den Dings oben aktiv. Ich vergaß. Für den Computer hier. Für das Terminal. Oh je, das klingt aber nicht gut. Guten Abend. Vielen Dank für die Wartung dieses Terminals. Guten Abend. Gern geschehen. Guten Abend. Das ist ja vom Tutorial. Datenkristall ein.
Das ist der vom Tutorial. Nennen Sie nun Ihr Passwort. Blaualge. Das Passwort ist Blaualge. Willkommen zurück, Nigel. Was kann ich heute für Sie tun? Ah, dass Nigel das alles schon bedient hat, ja? Ist ja schon interessant, weil der hat die Daten gefunden in der Zeit, mit allem drum und dran, hat den Computer bedient, die Kristalle Ich möchte die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Fehler. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Schade. Dieser Vorgang kann leider nicht ausgeführt werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal, Nigel. Ich möchte nochmal die gleichen Daten herunterladen wie gestern. Sehr gerne. Darf ich Sie vorher noch auf unser umfangreiches Serviceangebot aufmerksam machen? Danke, das ist nicht nötig. Zu welchen dieser Themen benötigen Sie weitere Informationen? Nein. Zum Angebot unserer Cafeteria? Ich hab doch gesagt... Zu Vorteilen für Premium-Account-Kunden oder zu unserem vielseitigen E-Learning-Angebot? E-Learning? E-Learning-Angebot? Mit einem Premium-Account stehen Ihnen viele interessante Vorteile zur Verfügung. Wussten Sie zum Beispiel schon, dass Sie als Premium-Kunde eine grenzenlose Medien-Flatrate besitzen? Oder dass Sie ermäßigten Eintritt zu allen Einführungsveranstaltungen erhalten? Wenn Sie sich jetzt bei unseren Service-Mitarbeitern einschreiben, erhalten Sie einen Quickie-Schlüsselanhänger gratis dazu. Ein Quickie-Schlüsselanhänger, cool. Muss ich mir das jetzt alles anhören? Was soll dieser Premium-Account denn sein? Sie möchten von den neuen Angeboten aus unserer Cafeteria erfahren. Wie wär's mit einem ausgiebigen Frühstück? Oder vielleicht auch nur einer Tasse Kaffee, Nigel? Genießen Sie jetzt das reichhaltige Frühstücksangebot zu einem unschlagbaren All-You-Can-Eat-Preis. Wie funktioniert E-Learning? Wozu soll das alles gut sein? Ich habe keine Ahnung. Sie möchten weitere Informationen zu unserem umfangreichen E-Learning-Angebot? Brechen Sie auf in eine neue Erfahrung des virtuellen Lernens und erweitern Sie Ihre Kompetenzen. Zögern Sie nicht lange. Und registrieren Sie heute noch einen Probemonat in unserem E-Learning-Programm. Sie möchten also keine Informationen zu unseren Serviceangeboten und die Daten gleich herunterladen. Sehr gern. Endlich. Ich lade. Vorgang wurde abgebrochen. Upload konnte nicht initiiert werden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service-Points. Die Mitarbeiter sind alle tot. Tut mir leid. Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Es gibt keine Arbeiter mehr. Sie sind alle bei dem Klimakollaps gestorben. Tut mir leid. Ich habe Sie immer noch nicht richtig verstanden. Bitte wenden Sie sich an einen der freundlichen Mitarbeiter an unseren Service Points. Ist das der Ersatz für Karl Klammer? Ich möchte mich für meine Daten nicht so lange anstellen müssen. Wenn Sie länger als 5 Minuten warten müssen, bieten wir unseren Kunden ein kostenloses Erfrischungsgetränk an. Aha. Ja, Wasser ist ja noch da. Müssen wir den hier foppen mit unseren Antworten oder auch durcheinander bringen oder... Ich habe keinen Durst und will sofort an meine Daten. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Die Schränke des Kristallarchivs wurden nun freigeschaltet. Bitte folgen Sie den leuchtenden Lampen zu dem von Ihnen gesuchten Datenspeicher. Fehler. Lichtsignal im Regal defekt. Ein Mitarbeiter wurde informiert, die Lampe im Regal auszuwechseln. Datenkristall wird erst freigeschaltet, wenn in beiden Steckplätzen eine funktionierende Lampe sitzt. Ich bitte Sie um Geduld und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Nigel. Oh. Verdammt!
Das nennt ihr Service, genau so. Aber so führt man sich stellenweise. Tja. Also ist hier irgendwo... Drei merkwürdige Sockellehnen an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr... Nein. Hat man schon. Drei merkwürdige Sockellehnen. Lassen Sie mich raten. Warten. Nein. Oh. So, und wir haben ja diese komischen Lampen, wo man in so einen Sockelsteckplatz... Oh, sie leuchtet. Das ist eine Signalleuchte. Moment. Da leuchtet sie nicht. So, jetzt brauchen wir bloß noch eine dämliche Leuchte. Oder? Nee, brauchen wir nicht. Ach so. Ah, Moment. Können wir die Lampe wieder nehmen? Nein. Okay, jetzt verstehe ich's. So. Diese und diese, das ist der Datenkristall, unser Kristall, den wir brauchen. Yeah! Tja. Was haben wir denn noch zu tun? Ja, eigentlich müssten wir jetzt bloß noch den Datenkristall zurückbringen. Weil wir jetzt da drauf alle Daten Dieser haben. Dieser Datenkristall enthält die Sicherheitskopie von Nigels Daten. Hier sollten alle Dateien intakt sein. Genau. Schön. So, denn hier, bitte, Salvador. Hast du die Daten? Sogar die Originaldaten. Bravo, her damit. Hoffentlich haben wir jetzt mehr Glück. Und, klappt's? Nerv nicht, Funker, das dauert einen Moment. Komm her, Faye. Das musst du dir ansehen. Emilio Indes. Ein Großindustrieller und Multimillionär aus der Energiebranche. Sieh nur, er hat zur Jahrtausendwende über 30 Großkraftwerke in der dritten Welt gebaut. Alleine 10 davon standen hier. Im brasilianischen Dschungel. Oh oh. Und dann... Die Explosion hat einen Großteil des Regenwalds in kürzester Zeit vernichtet. Die Auswirkungen waren katastrophal. Das ist ja schrecklich. What the fuck? Nuklearer Winter, Treibhauseffekt, der Golfstrom erstarrte und hier, die Pole. Alles innerhalb von wenigen Jahren. Was war das für ein Foto? Die Gefahren eines Klimawandels waren bereits lange bekannt. Es gab Proteste und eine Sammelklage gegen Indes Kraftwerke. Sogar noch kurz vor dem Zwischenfall. Und hier... Die Internationale Energieaufsichtsbehörde. Es kam zu einer Anhörung in Oslo. Hier wurde darüber entschieden, ob Indes seine Kraftwerke weiter betreiben darf. Das muss es sein. Nigel wollte, dass wir dorthin reisen. Zu genau dieser Konferenz. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. Hier steht es sogar. Die Entscheidung wurde zugunsten von Indes gefällt, weil es keine Alternativen gab. Denkst du, was ich denke? Die Alge. Indes. Salvador, ich bin mir ganz sicher. Diese Konferenz ist unsere Chance. Wir müssen ihnen die Alge präsentieren. Indes muss seine Kraftwerke vom Netz nehmen und die Erde ist sicher. Zu riskant. Unser Ziel ist Indes. Wenn wir Indes stoppen, stoppen wir auch den Klimawandel. Egal wie rum. Wir müssen auf diese Konferenz. Falsch. Wir müssen hierhin, zum Kraftwerk. Wir müssen das Unglück verhindern.
Aber damit würden wir die Katastrophe doch nur hinauszögern. Die anderen Kraftwerke... Papalapap, ich habe entschieden. Wir gehen nach Brasilien. Geh du schon mal vor zu Delvin. Sag ihm, er soll die Zeitkapsel startklar machen. Ein Reaktorunglück? So ein Unsinn. Wenn es eine Klimakatastrophe gibt, dann durch globale Erwärmung. Konstante Umweltverschmutzung ist der Gegner, nicht irgendwelche Hollywood-Szenarien. Ja, konstante Umweltverschmutzung, die sich in dem Bruchteil einer Sekunde mit sofortiger Wirkung entlädt. Schwachsinn. Einfach nur Schwachsinn. Egal, was der Auslöser war. Mit deiner Hilfe können wir es verhindern. Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. So, gut. Das werden wir erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich mag mir das nicht im Realen vorstellen, ganz ehrlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Feedback da. Genau, in Form eines Däumchens, Kommentar oder eines Abos. Würde mich freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von A New Beginning Final Cut. Und zwar voraussichtlich morgen. Bis dahin, euer Firefox.